So, Freunde, weiter geht's. Auch heute sind wir wieder mit unserer Höhlentour beschäftigt. Wir sehen da vorne einen Gegner. Wir sehen auch hier unten einen, ja, einen Drachen oder was auch immer es sein soll. Und wir sehen, dass wir hier die Kisten zumindest schon durchsucht haben. Das heißt, da finden wir auf jeden Fall nichts mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel wir von dieser Höhle früher schon durchsucht haben. Aber ich glaube, hier gibt es noch ein bisschen was zu finden. So, da vorne ist eine Truhe, die haben wir auch schon durchsucht. Ich kann mal kurz reinschauen, nur um sicher zu gehen. So, das ist aber alles leer. Das heißt, habe ich schon geplündert. So, abgespeichert habe ich auch gerade. Und jetzt schauen wir mal, was das für ein Kollege ist, der da vorne umschleicht. So, zieh deinen Hammer, mein Freund. Der Uga. Ja, den haben wir nicht geschafft. Aber jetzt schaffe ich ihn. 400 Erfahrungspunkte bloß. Da gibt es Gegner, die bringen mir mehr Erfahrungspunkte. Und was hat er dabei? Einen Schnaps, sonst hat er nichts dabei. Okay, macht aber gar nichts. Ogre am Morgen stehen, den nehmen wir auch mit. Können wir verscheuern. So, Heilwurzel. Feuernessel. Ich sammle hier mal vor Anfang an ein bisschen was ein. Nicht auf dem Rückweg. Weil ich glaube, wir gehen auf jeden Fall wieder aus einem anderen Weg zurück. Also ich glaube es nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Und deswegen werde ich jetzt schon alles einsammeln, was halt einzusammeln geht. Ja, heute ist übrigens wieder ganz normal Sonntag, wie gewohnt. Sonntagmittag, aktuell 14.26 Uhr. Das heißt, diese Woche ist wieder alles beim Alten. Und ich bin wieder in meinem Element. So, da ist der nächste. Oh, oh, das sind sogar zwei. Müssen wir mal aufpassen. Ja, dann komm mal her. Und lass den mal so auf die Rübe hauen. So, der ist hin und da kommt direkt die Ablösung. So. Sehr schön. Okay, der hat noch eine Flasche mehr dabei. Den Ogre und Morgenstern nehmen wir wieder mit. Jo. Und ich weiß auch nicht, wie oft ihr mir noch den Tipp schreiben wollt, dass ich hier, wenn ich diese Schleichanimation benutze, Moment, was ist sie? Einsammeln kann ohne Animation. Ich weiß das durchaus, aber ich finde das irgendwie so ein bisschen blöde. Also, da war auch ein Ringgrad, den habe ich mir schon geschnappt. Also, nur der Hinweis, ich weiß, wenn man diese im Schleichmodus ist, dann kann man hier ohne Animation einsammeln. So, jetzt verbraucht schon wieder mindestens zwei Dietriche. Und da haben wir Max Ausdauer plus 10, Schutz vor Eis 20. Jo, also nichts Atemberaubendes, aber okay. Ja, hier auch nichts Tolles. Wir können mal gerade schauen, wie viel Dietriche ich eigentlich noch habe. Weil möglicherweise lang auch hier in dieser Höhle die Dietriche nicht. Müssen wir gerade schauen, wo die eigentlich sind. Wahrscheinlich haben wir schon wieder gar keinen mehr, ne? Ich gehe mal davon aus, dass die hier normalerweise sind, in diesem Bereich. Mozeps Kiste mit Waldbären, die muss ich auch noch irgendwo hinbringen. Also da sind keine Dietriche, da sind auch keine. Doch hier vorne vielleicht. Ja, aber Waffen, ne? Keine Ahnung. Ich sehe jetzt aktuell keine Dietriche. Vielleicht haben wir aber auch keine mehr. Wir sehen das ja, wenn wir zur nächsten Truhe gehen. Und wenn wir jetzt keine Dietriche mehr haben sollten, und wir sind hier noch am Anfang der Höhle, dann brechen wir das Ganze aber ab. Dann gehe ich mir erst Dietriche besorgen. Und zwar habe ich da auch den Hinweis bekommen, eigentlich ein logischer Hinweis. Hier kommen wir genau ins gleiche Gebiet wieder, oder? Gibt es da noch einen anderen Weg? Warte mal. Den Hinweis bekommen, dass wir einfach mal durch die Städte porten sollen. Ach, jetzt kommen wir auch wieder hier hin, ne? Oder? Nee, bin ich jetzt woanders? Ja, warte mal. Warte mal. Also durch die Städte porten, das werden wir dann tun und Dietriche kaufen. So, und jetzt gucke ich hier mal weiter. Eine Metalltruhe. Ich brauche einen Dietrich. Ganz genau. Ich hab's mir doch gedacht. Ihr leckt mich am Arsch.
Ja, okay, dann bringt das jetzt auch gar nichts, wenn wir hier weitersuchen. Schade eigentlich. Dann müssen wir jetzt so eine kleine Tour machen, um mal ein paar Dietriche zu besorgen. Sehr schade. Ich hätte jetzt durchaus Lust gehabt, hier ein bisschen was abzusuchen. Aber okay. Dann gehen wir mal hier ins Inventar. Und wir fangen mal da vorne an. Teleportstein nach Ardea. Ja, dann mach's gut, liebe Höhle. Dann geht's diese Folge wohl doch noch nicht mit der Höhlentour weiter. Denn ich glaube, da braucht man eine Weile dafür. So, warte mal, während er da lädt, oder was auch immer er tut, werde ich mir mal einen Schluck Kaffee gönnen. Ja, der Kaffee von heute Morgen. So, und wir sind in Ardea, also in der ersten Stadt. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wer hier Händler ist und wer kein Händler ist. Das heißt, wir müssen mal die Leute hier so ein bisschen anquatschen. So, möglicherweise der Hamlar. Zeig mir deine Ware. So, der hat Dietriche dabei, und zwar 5 Stück. Oh. So, will ich sonst noch irgendwas? Nee, will ich nicht, ne? Weltkarte brauche ich nicht. Goldausgleich tauschen, zack. Und ich könnte dem mal so ein bisschen Rotz hier verkaufen. Kriegsbogen. Den Jagdbogen tue ich mal verscheuern. Die Bluternten-Armbrust, die behalte ich. Den Morgenstern. Nagelkeule, Holzfäller, Axt. Jetzt haben wir die Holzfäller, Axt verkauft. Scheiße. Naja, egal. So, jetzt haben wir hier noch Ringe. Plus 10, plus 10, plus 20 können wir auch verscheuern. So, haben wir noch ein bisschen Schmuck. Erz heben wir auf. Besen, komm, wir brauchen keinen Besen. Für was brauchen wir eine Bürste? Ich weiß nicht, für was wir das brauchen, das Zeug. Eine Laute. Ich will auch keine Musik spielen. 45 Kellen. Eine Lurkerklaue für 25 Gold pro Stück. Wir brauchen 60.000 für unsere nächste Rebellenrüstung. Schwefelbrocken. Verkaufen wir auch. Schwarzer Roba. Komm. Goldwert 5 nur. Wieso nur 5? Nee, komm, machen wir hier Goldausgleich, tauschen, zack, haben wir nochmal 1.000 mehr, 53.000, fehlen uns nur 57.000 zu unserer nächsten Rebellenrüstung und wir haben wieder ein paar Dietriche. So, ich schaue nochmal kurz hier die anderen Kollegen ab. Da ist bestimmt noch der eine oder andere dabei, der noch mehr Dietriche hat. Oder kann ich mir die irgendwie selbst herstellen? Was denn, wenn das hier zu knapp wird? Da oben ist bestimmt keiner mehr. Okay, bleibt hier unten. Also was ist das, wenn die ganzen Dietriche nicht reichen im Spiel? Obwohl, wir finden ja noch mehr Händler. Wir sind ja nicht alle Händler. Wir haben ja noch Nordmar und hier Varant. So heißt da, glaube ich, die Wüstengegend, ne? Als wenn das so einfach wäre. Aber schön, wie bevölkert das hier wieder alles ist, ne? Mit Rebellen. So, komm, dann gehen wir mal hier runter. Händler. Am besten erledigst du das selbst. Zeig mir deine Ware. Der hat 8 Dietriche. So, jetzt haben wir 13, immerhin. So. Der letzte Scheiß. Der Schmied. Der hat bestimmt auch Ware, aber kein Dietriche. Zeig mir deine Ware. Nee, sehe schon, der hat keinen Dietrich. Bastardschwert. So, und jetzt sind wir wieder vorne. So, da ist noch ein Stein, warte mal. Was kann ich mit dem machen? Nein. Talent Klinge schärfen fehlt. Jo, nein. Okay, dann gehen wir in den nächsten Ort. Nach Geldern. Da haben wir sogar 2 Runen, habt ihr das gesehen? Komisch. So, da muss er wieder überlegen und nachladen, keine Ahnung. Der neue Rechner rückt immer näher, Leute. Was sehr schön ist, es kommt in den nächsten Tagen die 1080er Ti auf den Markt, also die Nvidia-Karte. Das wird dann wohl auch die sein, die ich mir holen werde. Denn ich glaube nicht, dass sie in einem halben Jahr schon wieder bessere auf dem Markt haben. Also wenn es jetzt noch ein halbes Jahr dauert.
Und meine Kleine, mein 11-jähriges Mädchen, bekommt meinen alten Rechner. Die spielt momentan Planet Coaster auf meinem Rechner. Mir passt es gar nicht so, dass sie da meinen Rechner blockiert. Aber mein Gott, ist halt so. Und dann, wenn ich mir einen neuen gekauft habe, soll sie diesen hier bekommen. Der langt auf jeden Fall noch. Obwohl er mittlerweile schon ein stolzes Alter hat. Aber dann sieht man. Da sieht man mal, einmal gut gekauft, der hält dann doch ein paar Jahre, ne? Auch wenn das so natürlich ein Witz ist, was ich dafür bekommen würde, wenn ich den jetzt verkaufen würde. Wir passen auf. Du passt auf. Ja, hab ich mir schon gedacht, dass du mir nichts zu verkaufen hast. So. Die haben alle keine eigenen richtigen Namen. Der will wahrscheinlich nicht mehr mit mir handeln. Du Dreckskerl hast den Orks von der verlassenen Mine erzählt. Gib es zu. Das wirst du mir büßen. Jo. Ich schicke dich zu Beljar. Ist klar, Junge. Nichts zu holen. Schade. Oh, da sehe ich mein ganzes Geld. Ich glaube, das stimmt. Das fällt mir gerade ein, wenn wir anfangen, die ganzen Städte auszurauben, nicht auszurauben, sondern zu befreien, und im Zuge dessen können wir dann praktisch die ganzen Städte ausrauben, dann haben wir auch keine Geldprobleme mehr. Ja, hier, der Mirzo ist irgendwie leider mein Schädel. Verstorben. Nee, der ist doch nicht verstorben. Zumindest habe ich jetzt sein Schwert geklaut. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ja, ja, bin ich. Oder hab ich. Ich suche nur einen Händler. Hier muss doch irgendwo ein Händler sein. Pass auf dich auf. Da, hey, du. Wir passen auf. Warum redet er nicht mit mir, Junge? Kulok. Lass dich nicht umbringen. Das sind die ganzen Kämpfer. Da redet keiner mehr mit mir. Da liegt ein Waffenbündel. Ich glaube, das kann ich einfach so mitnehmen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Nein. Ich brauche nur Dietriche, mein Freund. So, die Sklaven, die haben wahrscheinlich keine Dietriche für mich. Dann gehe ich hier hoch und guck mal, ob da oben noch was ist. Also die Ausbeute in Geldern bisher sehr, sehr dürftig. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, und der hat die 6 Dietriche. Sehr schön. Ich wollte schon sagen, der hat auch nichts, aber stimmt gar nicht. Hat 6 Dietriche. Und wir haben 19. Ja, ich glaube. Also für die Höhle wird es jetzt wahrscheinlich schon reichen. Aber wir können ja zumindest mal Geldern hier noch weiter durchsuchen. Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich jetzt jeden Ort hier abklapper nach Dietriche. Da habe ich jetzt aktuell irgendwie auch keinen Bock dazu. So, die haben wir schon betrachtet. Wir müssen weiter in die Stadt reingehen. Wir passen auf. Ja, ja. So, warte mal. Du? Nee, du hast auch keinen eigenständigen Namen. Gehen wir nochmal hier rein. Vielleicht verkauft der oberste Ork ja was. Buchständer, guck mal, da haben wir noch gar nicht gelesen hier. Ja, jetzt darf ich nur nicht das Falsche anklicken, weil wenn ich es klaue, ist es schlecht. Hier steht was über Alchemie. Sehr schön. Wir reden später, Mara. Ja, ja. Die Schamanen haben auf jeden Fall auch nichts zu verkaufen. Und wahrscheinlich erst recht keine Dietriche. Komm, jetzt fragen wir mal meinen Chef hier. Hat er was? Hast du was für uns, Grog? Ich werde dir die Feuerkelche bringen. Bollock sagte mir, dass er seinen Auftrag fortsetzt, nach den Druiden zu suchen. Gut, das wurde ja auch Zeit, dass er von sich hören lässt. Sehr schön. Siehst du, das ist nämlich gar nicht so verkehrt, dass wir das mal machen. Da können wir hier ach, guck mal, da gibt es ja auch was zu lesen hier. Dann können wir diese ganzen Quests nämlich nochmal vervollständigen. Das ist nur ein Pult, aber hier gibt es immer was zu lesen. Cool. Das kenne ich schon. Hier steht nichts Neues. Hä? Ich denke immer an die Buchstaben, dann steht was Neues, am Pult nicht. Das kenne ich schon. Ach, okay. Dann gab es hier schon mal was und wir haben das schon gelesen. Uninteressant. Ja, okay. Scheiß drauf. Haben wir schon.
Ja, eigentlich logisch, weil die ändern sie ja nicht ihren Namen, die Dinger. Und wir waren ja hier schon. Ja, okay, Dietrich haben wir jedenfalls keine mehr gefunden. Dann schauen wir uns noch hier das letzte an. Jared. Hier, ich verkaufe dir den Helm des ersten Paladins. Hier, ich verkaufe dir den Helm des ersten Paladins. Wahnsinn. Ich gebe dir 2000 Goldmünzen dafür. Cool, damit ist der Helm weg und ich habe da sowieso schon einen besseren auf. Alles gut. Ich habe mit Laris gesprochen. Er wird mit dir Kontakt aufnehmen. Der große Laris in meinem Laden? Dass ich das noch erleben darf. Ja, ja, bleib mal auf dem Teppich. Danke, Mann. Hier ist das versprochene Gold. Zeig mir deine Ware. So, der hat eine ganze Menge. Ich glaube, dem habe ich schon mal meinen Blunder verkauft und der hat aber auch Dietriche. So, 56.000 Gold. Die Rebellenrüstung, die nächstbessere, rückt immer näher. So, cool. Laris. Kannst du mir meine Diebesfertigkeiten auffrischen? Warte mal. Kannst du meine Diebesfertigkeiten... Ich will mal kurz schauen. Das weißt du doch. Bring mir was. Diebeskunst. Feilschen, rausreden, niederschlagen. Unmögliche Schlösser knacken. Das müssen wir lernen. Ich weiß aber nicht, ob ich es lernen kann. Dazu bist du noch nicht bereit. 23 Diebeskunstpunkte. Das ist blöde. Weil ich will ja eigentlich gar kein Dieb werden. So, und ich schaue noch mal gerade. So, wir sind Stufe 40. Wir haben 34 Lernpunkte zur Verfügung. Siehst du, wenn man jetzt nämlich hier Diebeshandwerk auf 24 oder was, oder 24 Punkte fehlen, irgend sowas schon noch da aufstocken würden und dann noch das unwirkliche Schlösserknacken lernen, dann hätten wir ja ungefähr 0 Lernpunkte, also noch ein paar vielleicht. Aber schon ganz gut, dass wir das nicht gemacht haben. So, ich wollte mal gerade schauen, wie viele Lernpunkte wir noch haben. 34 Stück. Es fehlt hier noch Meister der Zweiklingen, der Orktöter. Paladin. Der Held macht so, wie kann ich denn das werden? Ach, Schwertmeister muss ich werden. Wie kann ich denn Schwertmeister werden? Auch außerhalb der Ruhezeiten Wunden heilen. Benötigte Stärke 300. Das heißt, ich kann das einfach lernen. Mir fehlen jetzt noch 5 Stärke. 295 habe ich, glaube ich, ne? Ah ja, okay. Brauchen wir jetzt nicht machen. Da beschäftigen wir uns später damit. Kämpfe mit Ehre. Kämpfe mit Ehre, ja. Okay, wir hauen wieder ab. So, und dann würde ich sagen, was ist das nächste? Kapdun, ne? Kapdun, das verdammte Drecksnest. So hatte der Ork einst gesagt. So, wir müssen jetzt einfach nämlich hier runtergehen. Sofern ich jetzt gleich die Orientierung nicht verliere. Ah, das ist ein bisschen hoch vielleicht. Mal gucken, da gab es irgendwo einen Weg runter. Ja, das war nicht der Weg runter. Ich glaube, das war weiter hinten. Ich gehe jetzt mal ein bisschen, muss jetzt leider mal hier weitergehen. Weil wir wieder zur Höhle wollen. So, kann ich mich da runterrutschen lassen? Das sieht ganz gut aus, ne? Ja. Und ich glaube, wir sollten unbedingt mal speichern, bevor irgendwas schief geht. Machen wir jetzt auch. So. Bevor da was passiert, ne? So, jetzt sind 20 Minuten vergangen seit dem Start der Folge. Und wir sind wieder da, wo wir begonnen haben. So ungefähr jedenfalls. Da vorne ist dann die Höhle. Und dann bin ich mal gespannt. Mit etwas über 20 Dietrichen sollten wir genug haben. Und wenn es jetzt gleich dunkel werden sollte, macht das auch nichts, denn wir sind ja sowieso gleich in der Höhle. Und da ist es eh dunkel. Da oben ist die Höhle. Was denn eigentlich, wenn man hier auf die andere Seite schwimmt? Ich gucke mal auf die Karte gerade.
Ach, da kommen wir hier nach Varant. Sollen wir das mal machen? Bin ich so bescheuert und mach das jetzt? Komm, wir testen das jetzt mal. Ist doch scheißegal. Wir haben alle Zeit dieser Welt. So, ich habe abgespeichert und ich gehe mal jetzt schwimmen ein bisschen jetzt hier. Kann ich jetzt auch schneller schwimmen? Nee, kann ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man hier komplett übers Wasser schwimmen kann. Bei Ultima Ascension ist es ja zum Beispiel so, dass man irgendwann ertrinkt. Wieso komme ich jetzt überhaupt auf diese absolut bescheuerte Idee, auf diese andere Seite zu schwimmen? Also sowas kann auch nur mir wieder einfallen. Ja, ich weiß auch nicht. Manchmal fehlen mir selbst die Worte, was ich immer mache. Aber ich habe jetzt einfach mal Bock gehabt, rüber zu schwimmen auf die andere Seite. Komm, wir gucken mal ganz kurz, was da Schönes gibt. Danach kommen wir ja wieder nach Kapdunporten, das ist ja kein Thema. Da sind wir wieder ruckzuck drüben. Aber ist cool, man kann hier mitten durchschwimmen. Feine Sache. Wie gesagt, bei Ultima war es immer so, dass man irgendwann ertrinkt, beziehungsweise an das große Seeungeheuer kam. So praktisch als unsichtbare Barriere. Wieso ist denn hier alles im Nebel? Wohingegen wir auf dieser Seite noch was erkennen konnten. Seltsam, ne? Guck mal hier, alles im Nebel. Und wir sind Varant erreicht. Erfahrung bis 500, sehr schön. Hier gibt es keine. Gibt es keine Fauna mehr? Alle schon ausgerottet. Sieht nicht schlecht aus hier, ne? Auch noch sehr grün für eine Wüstengegend, muss ich mal so sagen. Aber gut, das ist ja auch hier in der Nähe dieses ja, Sees oder Meeres. Des Meeres wahrscheinlich. Ja, gut, es geht da ins Meer. Jetzt einfach mal hier mitten durch. Komm. Ich will mal ein paar Gegner sehen. Mal gucken, ob die stärker sind hier. Also ich sehe überhaupt nichts. Und wenn ich da gleich irgendwo abstürzen sollte, dann kann ich auch nichts dafür, denn ich konnte es nicht sehen. So, da lädt er erstmal nach. Und hier ist ein Weg. Warte mal, wo führt denn der hin? Gehen wir mal in die Richtung hier, ne? Sieht das nicht schick aus? Komm mal hier rein. Der große Platz. Und da ist eine Höhle. Ja, wo sind denn die Gegner hier? Unsere erste Höhle in Varant. Schon seltsam. Warum sind denn hier keine Gegner? Das wundert mich jetzt echt. Bisschen Erz, ja. Leider keine Dietriche. Das heißt, der erste Dietrich ist schon wieder weg. Ich sammle das jetzt auch mal ein gerade. Wundert mich aber sehr, dass die keine Gegner sind. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde das sehr, sehr, wie soll ich sagen, obskur. Komisch. Vielleicht seid ihr auch schon wieder am Schimpfen, weil ich jetzt hier nach Varant gegangen bin. Und ich habe ja da, als wir letztens kurz in Nordmar waren, ich ja auch schon direkt Kommentare bekommen, geh sofort wieder da raus. Du hast da noch nichts verloren. Du, ich will doch aber mal einen Gegner sehen. Das kann doch nicht sein, ey.
Krötenwurz, jawohl, aber... Nee. Aber keine Gegner. Ich weiß, jetzt haben wir noch ein paar Pilze übrig gelassen. Aber mehr gibt es hier gar nicht, oder? Ich mache nochmal kurz die Fackel an hier. Dass wir auch wirklich nicht übersehen haben. Aber mehr gibt es hier nicht. Vielleicht ist es jetzt auch wirklich ein blöder Zufall gewesen, dass wir wegen dieser Höhle und auf diesem Weg noch keine Gegner... da noch keine Gegner waren. Ich hoffe nicht, dass es irgendein komischer Fehler ist. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Na, wer weiß das schon. So, naja, gut. Wenn wir keine Gegner finden, dann haue ich einfach wieder so ab. Ich habe meinen, wie heißt es, meinen Forscherdrang gestillt. Wir sind kurz nach Warand gelaufen. Und jetzt können wir wieder nach Kapdun porten. Keine Gegner. Keine Gegner. Nirgendwo. Okay, ist gut jetzt. Okay, wir gehen wieder nach Kapdun. Denn da unten, da gibt es in dieser Höhle definitiv Gegner. Und solange wir noch Dietrich haben, sollten wir das ausnutzen. Dann würde ich fast vorschlagen, wir gehen diesmal mal die andere Richtung. Denn ich glaube, da vorne ging es auch irgendwo runter. Wir könnten natürlich der kluge Spieler... Guck mal, warum sind die denn auch orange? Habe ich denen schon wieder irgendwas getan? Einer der Schweinehirten gehört zu den Rebellen. Nee, würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Mhm. So, jetzt sind wir 305 stark. Und damit können wir dann den nächsten Skill erlernen. Oder kriege ich den automatisch? Warte mal. Hier. Regeneration. Der Körper des Helden heilt seine Wunden auch außerhalb der Ruhezeiten. Er benötigt Stärke 300. Ja, keine Ahnung. Muss ich irgendwie lernen noch. Schade. Aber hier, wie gesagt, muss es auch irgendwo runtergehen. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch da oben. Was war da? Da war die Arena, ne? Komm, wir rennen da gerade mal hin. Wieso sind die eigentlich... Mach hier keinen Ärger, klar? Ich bin mir sicher, sind alle orange. Nee, da ist auch kein Weg nach unten, ey. An was habe ich mich denn da erinnert? Und was für ein Schwachsinn. Das sieht sehr, sehr hoch aus. Nee. Keine Ahnung, was ich da schon wieder im Kopf hatte. Na gut, diesmal gehen wir nochmal zur Höhle. Jetzt gehen wir nochmal zur Höhle. Diesmal gehen wir nicht rüber nach Warand. Nach dem, nach dem gegnerlosen Warand. Komisch, ne? Ich kann mich da gar nicht beruhigen, dass wir da überhaupt keine Gegner gesehen haben. In einem Gebiet, wo wir noch nie gewesen sind, hätten doch zumindest mal ein paar Gegner sein müssen. Noch dazu, wo wir in der Höhle waren. Aber gut. Schon gleich schon sehr seltsamen Eindruck hinterlassen, dieses Warand. So, kann ich mich hier wieder runter rutschen lassen? Ich glaube schon. Ja, das ist doch die Stelle, wo wir vorhin auch runtergegangen sind. Na gut, dann gehen wir jetzt zur Höhle, speichern da ab und dann ist es leider schon wahrscheinlich schon wieder Zeit, diese Folge zu beenden. Dann haben wir, was haben wir heute gemacht? Effektiv einen ganz kurzen Ausflug nach Warand. Wir haben Dietriche besorgt und das war's auch schon. Die Zeit geht immer so schnell rum, das ist unglaublich, ne? Ich meine, wir spielen jetzt eine halbe Stunde. Und man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich irgendwie total sinnlos durch die Gegend gerannt wäre die ganze Zeit. Wir haben jetzt zwei Städte abgesucht oder drei, nach den Dietrichen geschaut und das war's. Und schon ist wieder eine halbe Stunde rum. Warte, wir müssen noch eins weitergehen, glaube ich. Genau, hier hin. Da haben wir doch eben gerade runtergeschaut, oder? Bin ich jetzt ein bisschen blöd? Sind wir da jetzt vorbeigerannt an der Höhle, oder was? Nee, sind wir nicht. Wir sind an der Stelle, wo wir diese Folge begonnen haben.
Mit einem Unterschied, den ersten paar Gegner haben wir schon erledigt. Okay, das heißt, wir machen jetzt ein kleines Päuschen. Wir sehen uns am Freitagabend wieder. Und dann endlich werden wir diese Höhle erkunden. Also, macht's gut, bis dann.